Moin! Jo, heute mal wieder eine Taschenlampenvorstellung. Und heute geht es um das Modell T10HG mit der grünen LED von Welltool. Ich packe euch einige Links in die Videobeschreibung. Die gehen informativ angefangen von der Homepage von Welltool über ein paar Videos, ich glaube auch vom eigenen YouTube-Kanal von Welltool, und mal gucken, was ich sonst noch so an Vorstellungen finde. Außerdem ein paar Informationen, zum Beispiel Farbspektrum, Nanometer etc. All die Dinge, von denen ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe. Überhaupt ist das hier eine eher ungewöhnliche Vorstellung. Ich erwähnte es ja schon, grünes Licht haben wir hier. Ja, das ist eine Lampe, die vom Hersteller selbst ganz klar dem jagdlichen Zweck, der jagdlichen Anwendung zugesprochen wird. Da habe ich null Ahnung von. Deshalb durchaus schwierig, dass ich sowas jetzt vorstelle. All die Leute, die ernsthaft an dieser Lampe interessiert sind, ich denke, das wird sich sehr in Grenzen halten. Taschenlampenvideos werden für gewöhnlich eh nicht besonders geklickt. Und ich glaube, bei solchen Speziallampen wird das nur eine Handvoll Leute da sein. Da klicken vielleicht 200, 300 Leute rein. Die sich dafür aber interessieren, den kann ich hoffentlich ein kleines Bild davon geben, wie die Lampe verarbeitet ist. Ihr habt ja am Anfang schon ein paar Bilder noch gesehen und auch ein paar Praxisaufnahmen, also auch einen kleinen Praxiseindruck davon, was die Lichtleistung angeht. Ist ja durchaus ein Thrower, die technischen Daten, da gehen wir auch noch drauf ein. Und auch was das technisch-elektronische, also das Licht, das Farbspektrum angeht. Auch da habe ich nicht wirklich Ahnung. Hab in einer Facebook-Taschenlampengruppe diesbezüglich mal eine Anfrage gestellt, um mir ein paar Infos einzuholen. Vielen Dank nochmal an die Jungs raus, die mir da geantwortet haben, und werde versuchen, die einigermaßen sinnig wiederzugeben. Falls nicht, mich bitte korrigieren in den Kommis, und auch für einen tieferen Blick in die Materie empfehle ich immer solche Gruppen wie zum Beispiel auf Facebook oder halt Taschenlampenforen. Da wird euch für gewöhnlich geholfen. Bevor ich anfange, geht erstmal ein dickes Dankeschön raus an den Darko, denn diese Lampe hier, die T10, die wurde mir nicht von einer Firma zur Verfügung gestellt, sondern die kommt, die kam diesmal aus privater Hand. Der Darko schrieb mich vor einiger Zeit, ist schon eine ganze Ecke her, sorry Darko, dass das so lange gedauert hat, der schrieb mich vor einiger Zeit an, ob ich nicht Lust hätte, diese Lampe auszuchecken. Ich fand die dann ganz interessant, wegen dem grünen Licht halt. Ist ja immer etwas, was eine coole Sache ist, wenn man mal eine Lampe auschecken kann, ein Produkt, ohne es sich kaufen zu müssen. Allerdings ist die auch recht hochpreisig. Nur die Lampe, Holster kann man optional dazu beziehen, gehört nicht zum Lieferumfang dazu. Ich glaube, so ein Holster liegt so zwischen 10, 15 Euro, um das mal gleich abzuhändeln. Ist nichts Besonderes, aber finde ich ganz gut, dass man das halt recht schnell an Gürtel anbringen kann und auch recht sicher von der Spannkraft hält. Macht halt ein bisschen Lärm immer, aber ich mag es eigentlich, dass man diese schnelle Methode hat, auf und zu. Ein Druckknopf wäre vielleicht auch noch wünschenswert. Muss mal gucken, was einem besser gefällt. Hier ist es jetzt eine Klettfläche. Hast du noch einen kleinen D-Ring, um es an die Ausrüstung anzubringen. Die Lampe sitzt sicher. Also nichts Besonderes, aber ganz gut, um die Lampe dann am Gürtel zu tragen. Ist ja doch ein bisschen größer. Ja, und die gehört optional nicht dazu. Und die Lampe halt echt nicht kostengünstig. Die liegt zuletzt, als ich geschaut hatte, lag die bei knapp über 100 Euro. Das ist also einiges, was man dafür auf den Tisch legen muss. Und da ist nicht viel mit dabei. Die Lampe kommt im Lieferumfang in diesem größeren Welltool
Karton. Da war sie dann sehr gut gesichert, mit Schaumstoff gepolstert, aufbewahrt. Und da gibt es noch Zusatzfächer. Die sind vermutlich für das optionale Zubehör gedacht. Oder vielleicht gibt es in anderen Ländern dieses Zubehör gleich mitgeliefert. Zum Beispiel eine Montagevorrichtung, dass du die Lampe an eine Schusswaffe, an ein Gewehr, ich sagte es ja, jagdlicher Gebrauch, anbringen kannst. Das ist, soweit ich das jedoch gehört habe, in Deutschland verboten. Also der schon allein der Besitz von Lampen mit Montagevorrichtung, die halt, dass man die Waffen ausstatten kann, soll da eine Straftat darstellen, wenn ich da richtig informiert bin. Wenn man also Schusswaffen besitzt und da bestimmte Vorrichtungen anbringen möchte, die beim Benutzen der Waffe das Ziel beleuchten, anleuchten, ausleuchten, also Zielscheinwerfer, montierte Taschenlampen, auch soweit Stand der aktuellen Gesetzeslage, wo sich das wohl eventuell zukünftig ändert, gilt das auch für Laser und ähnliche Zielvorrichtungen. Ja, all das ist verboten. Das gleich an euch raus. Also da gehe ich hier auch, kann ich gar nicht weiter darauf eingehen. Und solch eine Montagevorrichtung war bei diesem, ja, bei dieser Taschenlampe nicht mit dabei. Das mag in anderen Ländern anders aussehen. Hier war wirklich nur die Lampe dabei, eine Bedienungsanleitung, mehrsprachig und ein Ersatzohrring, wie auch eine ein kleines Kärtchen von Welltool, das übliche halt. Qualitativ macht das alles einen ganz guten Eindruck. Die Firma Welltool ist, glaube ich, seit 2016 am Start unter dem Namen. Und was ich so sagen kann, ich erwähnte es ja schon, knapp über 100 Euro, das ist natürlich eine Menge Geld, aber rein qualitativ macht das einen super hochwertigen Eindruck. Sehr sauber geschnittene Gewinde, doppelte Ohrringe, weitläufig, das Checkering, das Finish, alles sehr, sehr hochwertig. Ich habe die gerade im Betrieb mit zwei CR123A Batterien. Die Lampe lässt sich aber auch mit einem 18650er Akku noch betreiben. Ja, und wie gesagt, das macht alles einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Aber um jetzt den Kreis zu schließen, schrieb ich Darko dann damals, dass ich doch durchaus Interesse an der Lampe hätte, die aber doch sehr, sehr hochpreisig ist. Und ob ihm das wirklich wert wäre, so viel Geld auszugeben, eine Lampe, nur damit ich die mal vorstellen könnte. Und er schrieb dann darauf, man könnte ja einen kleinen Pass-Around machen. Und ich sagte, organisiere ich alles sehr, sehr gerne für ihn, wenn er denn wirklich so viel Geld dafür ausgeben möchte. Also fand ich schon außerordentlich, weil ich ihm halt auch schrieb, wenn ich einen Pass-Around organisiere, dann für gewöhnlich, bei allen Pass-Arounds, die ich organisiere, wird das Produkt am Ende unter den Teilnehmern verlost. So wird es auch diesmal sein. Die Lampe geht nach mir noch raus an den Joost und an unseren Outdoor-Heinz. Und ich verzichte darauf, auf diese Lampe, konnte sie ja jetzt testen. Cooles Teil, sage ich ja gleich noch was dazu. Darko, der hatte Lust drauf, das Geld auszugeben und die Lampe zur Verfügung zu stellen. Und dafür, Darko, bedanke ich mich vielmals. Ja, und jetzt versuche ich meine Eindrücke von der Lampe wiederzugeben. Also erstmal hat diese Lampe hier ein anständiges Gewicht. Wiegt, glaube ich, ohne Batterien um die 250 Gramm, mit Batterien oder Akku 300 knapp darüber, je nachdem, wie schwer halt die Batterien und der Akku sind. Wir haben eine Schutzklasse von IP67, ist also durchaus anständig wasserdicht, was ja wichtig und sinnig ist für eine Outdoor-Lampe, die über mehrere Stunden dann draußen funktionieren soll. Wir haben den Betrieb über einen gummierten, weit hervorstehenden Klicker, einen Heckschalter, der ist gut gestaltet. Da lässt sich die Lampe sicher bedienen, halb durchdrücken für Momentlicht und auch um die Modi durchzuswitchen und ganz durchklicken, dann hört man es auch deutlich, um den Mode zu sichern, mit welchem man dann die Lampe betreiben möchte. Der Klicker,
Ja, ist anständig laut. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das von Nachteil dann nachts ist. Vermutlich sollte alles sehr leise sein. Also da könnte man eventuell diesen Umstand kritisch bemerken, dass dieser Klicker halt doch deutlich vernehmbar ist. Aber dazu gerne mal ein Feedback dalassen, wer da mehr Ahnung von hat. Ja, dass das der Korpus ist aus Aluminium, das, wie ich schon erwähnte, ganz sauber gefinisht, überall ein Checkerring, deshalb eine sehr sichere Handlage. Das gefiel mir auch ganz gut. Wir haben einen sehr breiten Lampenkopf hier. Die Ausmaße sind, ich meine, das sind so 5,3 cm. Der Korpus, Haltekorpus hier, wo die Batterien oder der Akku drin sind, das sind ungefähr 2,5 cm und die Gesamtlänge beträgt nicht ganz 16,3 cm. Ist also schon anständig große Lampe, nicht riesig, aber halt wirklich nicht so klein. Hier mal ein kleiner Größenvergleich mit der Mac Army SP X18. Die ist ja auch nicht so löt, aber dann doch deutlich kleiner. Größenvergleich mit der Thrunite TC20, auch was den Lampenkopf angeht. Die hier von den Lampen, die ich so besitze, kommt der Welltool T10 HG noch am nächsten. Das ist die Katapult V6 von Thrunite. Auch was den Lampenkopf angeht, da ist die Thrunite noch ein bisschen breiter im Lampenkopf. Beides sehr, sehr feiner, polierter Reflektor. LED sitzt ganz, ganz tief drinne. Und hier noch die Seeker 2 Pro. Ja, einfach damit ihr euch mal so einen kleinen Überblick verschaffen könnt. Die Bedienung der Lampe über den gummierten Heckschalter ist sehr einfach. Ich erwähnte es ja schon, leichter Druck, Momentlicht, einmal drücken bist du im Low Mode, das sind 380 Lumen und schnelles Drücken, also hintereinander, dann bist du im High Mode, das sind fast 1000 Lumen. Die Wurfweite des Lichtes wird von Welltool mit fast 800 Meter angegeben. Das ist natürlich eine Menge. Ja, ich tue mich ja immer schwer mit diesen Angaben. Ich war unterwegs mit der Lampe und wirklich Gebäude und Bäume in der Entfernung bis 200 Meter, 250, wurde anständig erleuchtet und danach wird es für mein Auge immer schwierig. Ist auf jeden Fall wirklich ein anständiger Thrower. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und was halt enorm ist, ist der Candela-Wert im High-Mode. Da haben wir nämlich laut Welltool 158.000. Das ist schon wirklich enorm. Dann haben wir hier ja die grüne LED. Es gibt dieses Modell hier auch noch mit einer roten LED. Und hier bei der grünen LED, da haben wir eine Range, also einen Wert im Farbspektralwert von 550 Nanometer. Ich selber hatte jetzt ja nicht wirklich Ahnung davon, habe mich halt ein bisschen rumgefragt, ja, wo da die Vorteile liegen. Und mir wurde halt gesagt, der jagdliche Bereich ist hier genau richtig, denn grünes Licht ist für die Tiere wohl in diesem Bereich von 550 Nanometern nicht wahrnehmbar. Daher dann natürlich klar der jagdliche Vorteil. Da gibt es aber einige Dinge, die es zu beachten gibt, die da interessant sind bei Taschenlampen. Das ist ja mit dem Licht sehr interessant immer, ob jetzt UV-Licht oder grünes Licht halt für Tiere nicht wahrnehmbar, rotes Licht, um die Nachtsicht zu erhalten, blaues Licht für die Nachsuche, zum Beispiel bei der Jagd oder auch an Tatorten, also für mehrere Gruppierungen durchaus interessant. Und mir wurde noch mitgeteilt, gelbes Licht wird zum Beispiel bei starkem Nebel benutzt. Allerdings sollte man da dann bei einer leistungsstarken Lampe im Nebel auch Filter benutzen, sonst wird man geblendet. Alles sehr, sehr interessant, das zu lesen. Vielen Dank nochmal an all die Jungs raus, die mir die Infos dazu gegeben haben. Und wenn einer hier noch ja dazu Wissen hat und das gerne teilen möchte, dann gerne rein in die Kommis. Das so im Großen und Ganzen die technischen Daten. Bedienung funktioniert wirklich ganz gut. Das Durchswitchen der verschiedenen Modi halt, leichtes Drücken der
Low-Mode und Doppel, dann bist du im High-Mode mit fast 1000 Lumen. Und wenn du dreimal drückst, so müssen wir das nur noch hinbekommen. Genau, dann gibt es noch einen Beacon-Mode. Und diese drei Modi, das sind das, ja, das war's dann auch. Da verhaspelt man sich also nicht allzu sehr. Ist ja so eine sehr, sehr einfache Bedienung und eine durchaus spezielle Lampe. Ich fand es sehr interessant, die mal kennenzulernen, mal auschecken zu dürfen. Die Verarbeitungsqualität, erwähnte ich halt schon mehrfach, die war durchaus überzeugend. Meine andere sehr spezielle Lampe, mein Beuteschema, das muss ich ganz klar sagen, ist sie nicht, ist mir zu groß. Alles, also die größte Lampe, die es dauerhaft geschafft hat, bei mir zu bleiben, die ist hier die Katapult V6. Kriegst du noch gut in die Jackentasche rein. Das wäre bei der Welltool auch noch machbar, wobei die halt doch noch mal ein Stück länger ist. Also mir fast schon ein Stück zu lang. Und wir haben hier halt normales Licht bei der Katapult. Als Jackentaschen-Thrower finde ich die schon sehr, sehr cool. Da haben wir hier mit der TC, HG, mit dem grünen Licht, doch ein anderes Modell. Sehr, sehr speziell. Darko, ich hoffe, du konntest da ein bisschen was rausziehen oder fandest es zumindest interessant und ich habe nicht zu viel Blödsinn gelabert. Dieses Modell wird jetzt im Pass Around weiter rumgehen. Ich bin schon auf die Videos der anderen beiden Jungs gespannt, was die zu dieser Lampe zu sagen haben. Und wer Bock hat, hinterlässt ein Feedback in den Kommis zu dem Teil. Und ansonsten war es das auch von mir. Und ich verbleibe wie immer mit, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.